So, hallo. Es geht um die Grundbedienung der OpenBP Wallbox. Da es da relativ viele Rückfragen gegeben hat bis jetzt, habe ich gedacht, machen wir da mal ein kleines Video zu dem Ganzen. Letztendlich, ich mache das jetzt hier am PC. Es ist aber vom Grundprinzip das gleiche wie bei der Einstellung über das Touch-Display, zum Beispiel in der Garage, über die OpenWP. Die Lademodis sind hier exakt die gleichen. Was wir immer sehen, wir sehen je nach Konfiguration, was bringt die Photovoltaikanlage, was wird gerade im Haus drin verbraucht, was macht gerade mein Speicher, zu wie viel Prozent ist der voll bzw. leer, was geht ins Netz rein und raus, wird hier bei diesem Parameter angezeigt und ich sehe die Ladeleistung, das heißt, was macht gerade mein Elektroauto, mit wie viel Leistung wird gerade mein Elektroauto geladen. Und bei der OpenWP gibt es hier mehrere Ladeeinstellungen, die ich machen kann. Die wählen wir jetzt mal aus. Wir können quasi wählen zwischen Sofortladen, PV-Laden, Min- und PV, Standby und Stopp. Das sind mal so die fünf Grundeinstellungen, die ich an der OpenWP machen kann. Fangen wir bei Sofortladen an zur Erklärung. Sofortladen bedeutet, wie es der Name schon sagt, ich möchte jetzt gleich mein E-Auto mit voller Leistung laden. Und je nachdem, was ich für ein Elektroauto habe, kann das unterschiedlich sein. Es gibt E-Autos, die können nur 3 kW, es gibt E-Autos, die können 7, es gibt welche, die können 11 und können 22. Und je nachdem, was ich halt für ein Auto habe, beziehungsweise wie meine Wallbox konfiguriert ist, gibt die Wallbox Gas. Das spielt auch keine Rolle, ob das frühs, mittags, abends ist, ob die Sonne scheint und ob der Speicher im Haus voll oder leer ist, ist komplett egal. Sofortlader heißt immer, ich klicke da drauf und mein E-Auto wird mit voller Leistung geladen, vollkommen unabhängig davon, wo der Strom herkommt. Nächster Ladeparameter ist der Modus PV-Laden. Und PV-Laden ist, wie der Name sagt, nur der Strom, der vom Dach oben kommt und auch dementsprechend übrig ist. Jetzt ist es so, gewisse Elektroautos bzw. alle brauchen einen gewissen Mindestladestrom. Und der Mindestladestrom ist bei fast allen Elektroautos bei 6 Ampere. Und wenn man das hochrechnet, brauche ich ungefähr 4 kW. Das heißt, es müssen vom Dach mindestens mal 4 kW oben runterkommen, damit im Modus PV-Laden überhaupt mal was passiert. Habe ich gerade eben 3 kW, die vom Dach oben runterkommen und mein Speicher im Haus ist voll geladen und ich gehe auf PV und wundere mich, warum nichts geht, ist logisch, weil das Elektroauto diese Mindestladung eben von diesen 4 kW braucht. Also erst wenn ich wirklich 4 kW im Haus übrig habe und mein Speicher ist im Haus voll, erst dann würde das Elektroauto mit der Ladung beginnen. Was wir hier noch auswählen können, was hat Vorrang? Wir können jetzt auswählen und können sagen, EV Elektroauto heißt das Ganze. Wir lassen den Speicher im Haus unberücksichtigt. Das heißt, egal, ob mein Speicher im Haus voll oder leer ist, wenn wir hier auf EV geklickt haben, wird der Speicher im Haus nicht geladen und wir nehmen die ganze Energie, die vom Dach kommt, und stecken die quasi ins Elektroauto rein. Haben wir den Speicher aktiviert, ist es je nachdem, wie das konfiguriert ist, aber im Normalfall konfigurieren wir das so, dass der Speicher im Haus zuerst zu 30% aufgeladen sein muss, erst dann geht der Strom dementsprechend ins Elektroauto. Also das hier kann man auch draußen auch in der Wallbox wählen, was zuerst passieren soll. Möchte ich jetzt gleich wieder wegfahren und weiß, dass mittags eh die Sonne noch scheint, macht es schon Sinn, hier EV zu klicken, also dass ich sage, ich lasse meinen Speicher im Haus unberücksichtigt, lade zuerst mein Auto im Modus PV und dann, wenn ich dementsprechend mein E-Auto abgesteckt habe, wird ja sowieso mein Speicher geladen. Steckt mein E-Auto aber jetzt eh 1, 2 Tage dran, dann macht es Sinn, hier auf Speicher zu klicken, weil ich dann immer sichergestellt habe, dass mein Home-Speicher eine gewisse Mindestladung hat. Also das heißt, der Modus PV ist eigentlich eher was für den Sommer, wo wir genau wissen, wir haben genug Strom vom Dach, wir kommen über diese 4 kW drüber, die mal mindestens kommen müssen, dann macht das Ganze Sinn. Im Winter muss man auch aufpassen, wenn keine Sonne scheint, spielen diese Ladeparameter alle keine Rolle. Da gehe ich immer auf Sofortladen, alles andere macht keinen Sinn, weil da auch der Wirkungsgrad beim E-Auto-Laden am größten ist. Das heißt, mit je mehr Leistung ich das E-Auto lade, umso weniger Energie geht bei der Ladung vom E-Auto dementsprechend verloren. Der Modus Min- und PV ist was für die Übergangszeit. Also wir haben ja gesagt, fast jedes Elektroauto braucht eine Mindestladestromstärke von 6 bis 8 Ampere, in Leistung ungefähr 4 kW bzw. 4000 Watt.
Und jetzt kann es ja gerade sein, dass ich 3 kW vom Dach oben übrig habe, die ins Netz gehen. Also das heißt, mein Speichersystem im Haus ist zu 100% voll, mein Verbrauch im Gebäude ist zu 100% abgedeckt und ich habe 3 kW, die jetzt gerade ins Netz rausgehen. Gehe ich jetzt hier auf Modus PV, 3 kW sind keine 4. Das heißt, mein Elektroauto wird nicht geladen, obwohl ich 3 kW einspeise, nur weil die Mindestladung bei 4 kW bei den E-Autos liegt, passiert jetzt im Modus PV nichts. Und dafür gibt es das Min und PV. Das Min und PV bedeutet, das Elektroauto macht immer die Mindestladung von 4 kW, unabhängig davon, ob von der PV 1 kW, 3 kW oder 2 kW kommen. Das spielt keine Rolle. Und somit habe ich eben sichergestellt, dass ich die 3 kW vom Dach dementsprechend mitnutze. Und wenn ich jetzt hier unten noch Speicher angeklickt habe, im Modus Min und PV, dann habe ich den Vorteil, dass ich die restliche Differenz, also das heißt 3 kW kommen vom Dach, 1 kW fehlt mir, dementsprechend mir mit aus dem Speicher rausziehe, sodass ich sichergestellt habe, dass der Strom vom Dach wirklich komplett in mein Auto reingeht. Kommen mehr wie 3 kW vom Dach, zum Beispiel 5, dann gibt die Wallbox auch Gas und lädt dann mit 5 kW und lässt den Speicher im Haus unberücksichtigt. Kommen 7 kW, lädt es dementsprechend mit 7. Aber mit diesem Min und PV habe ich eben sichergestellt, dass ich immer dementsprechend den Strom vom Dach ins Elektroauto reinkriege und zur Not auch mal ein paar Wattstunden aus dem Netz mit dazu kaufe, eben um sicherzustellen, dass ich den Strom vom Dach wirklich ideal ausgenutzt habe. Den Modus Standby brauchen wir eigentlich überhaupt nicht, der macht keinen Sinn. Das andere wäre Stopp, was man aber in den meisten Fällen auch nicht braucht. Das heißt, klicke ich hier auf Stopp. Bei manchen E-Autos geht es, dass ich einfach meinen Stecker aus dem Auto abziehen kann. Bei vielen anderen ist es aber verriegelt. Das heißt, ich muss entweder ins Auto rein, muss entriegeln oder über den Schlüssel, damit ich dementsprechend den Stecker vom Elektroauto abziehen kann. Ich würde das immer folgendermaßen machen. Ich würde es nicht hier auf Stopp machen, sondern nur als Beispiel im Modus sofort laden. Meine Wallbox lädt, alles ist gut. Ich komme mit meinem Schlüssel, entriegel mein Auto. Die Ladung hört dementsprechend auf. Ich ziehe den Stecker ab. Und der letzte Lademodus bleibt auch immer komplett gespeichert. Das heißt, wenn ich wieder komme und einstecke, lädt auch im Modus sofort weiter. Bin ich im Modus PV, bleibt er im Modus PV dementsprechend stehen. Das sind mal so die 3 bis 4 verschiedensten Lademodis, wo es bei der OpenWP gibt, mal so in der ganz groben Erklärung, dass man einfach mal weiß, was das Sache ist.